Nicht selten sollen Studierende als Bachelor- oder Masterarbeit ein systematisches Literaturreview schreiben. In früheren Videos haben wir gesehen, wie aufwendig das sein kann, je nach Größe und Komplexität des Themas. Es wird von einer Projektlänge von 12 bis 18 Monaten ausgegangen. Außerdem soll die Auswahl der eingeschlossenen Artikel beim systematischen Review von zwei verschiedenen Personen erfolgen, was für eine einzelne Studentin ja schwierig ist. Aber es gibt auch andere Review-Typen. In einem 2019 erschienenen Artikel wurden deren 48 identifiziert. Die wichtigsten davon wollen wir uns nun anschauen. Im Gegensatz zum systematischen Review wird beim narrativen Review nicht versucht, alle vorhandene Literatur zu finden, sondern es erfolgt eine eher subjektive Auswahl, deren Kriterien vorher nicht festgelegt sein müssen. Es wird eine qualitative Zusammenfassung, eine Beschreibung des Themas erstellt. Der Leser erhält so einen Überblick über ein bestimmtes Gebiet. Als Beispiel sehen wir hier ein narratives Review zu Operationen bei Brustkrebs. Dieses Thema ist viel zu breit, als dass man die ganze Literatur dazu systematisch aufarbeiten könnte. Diese Art des Reviews war früher üblicher und als Expertin auf einem Thema wurde man dazu auch eingeladen. Für eine Bachelor- oder Masterarbeit scheint mir ein narratives Review ein guter Einstieg zu sein. Die folgenden Review-Typen eignen sich dann eher für eine Doktorarbeit oder später. Gibt es schon einige publizierte Reviews zum gewählten Thema? Dann lohnt es sich vielleicht eher, diese zusammenzufassen, als noch ein ähnliches Review zu schreiben. Diese Zusammenstellung nennt sich dann Umbrella Review. Als Beispiel sehen wir hier eine Zusammenstellung von Reviews zur Rolle von Vitaminen bei Parkinson. Hier wurden 14 Meta-Analysen zusammengerechnet. Beim Rapid Review muss es schnell gehen. Man vereinfacht den Review-Prozess, durchsucht zum Beispiel weniger Datenbanken und nimmt in Kauf, Artikel zu verpassen. Dafür liegt ein Resultat und damit zum Beispiel eine mögliche Behandlungsempfehlung viel schneller vor. Als Beispiel sehen wir hier ein Review zur Missinformation über Covid-19-Impfungen in den sozialen Medien. Hier wurden keine graue Literatur und keine Preprints berücksichtigt und der Prozess so beschleunigt. Ist das Forschungsthema eher breit, so bietet sich die Erstellung eines Scoping-Reviews an. Dort klärt man den Umfang und die Art der verfügbaren Forschungsliteratur ab und bewertet diese. Man erhält eine Übersicht der bereits existierenden Literatur in einem Fachgebiet und kann Konzepte oder Begriffe in der Literatur klären. Die Fragestellung ist breiter als beim systematischen Review und es ergibt sich daraus keine Handlungsempfehlung für die Praxis. Als Beispiel sehen wir hier ein Scoping Review zu Therapie-Outcomes bei Kiefergelenkserkrankungen. Es ging also nicht darum, welche Therapie welche Funktion wie verbessert, sondern welche Funktionen oder Beschwerden überhaupt gemessen wurden und nach welchen Zeitpunkten. Beim systematischen Literaturreview versucht man, alle vorhandene Literatur, aber auch laufende Studien zusammenzustellen. Die einzelnen Artikel werden nach ihrer Qualität beurteilt. Die meisten Arbeitsschritte, also die Auswahl der Literatur, deren Beurteilung, die Datenextraktion, erfolgen unabhängig durch mindestens zwei Personen. Es werden spezifische Ein- und Ausschlusskriterien bestimmt und meist zu Beginn der Arbeit in einem Protokoll festgehalten. Die Fragestellung muss klar und gut formuliert sein. In diesem Beispiel wurde das motorische Lernen beim Vorhandensein von Schmerzen untersucht. Nach der üblichen Methodik. 5 Datenbanken wurden durchsucht, jeweils 2 Personen wählten die Studien aus und extrahierten die Daten und so weiter. Sind die Behandlungen und die Endpunkte gut vergleichbar? Dann lassen sich die Ergebnisse der Einzelstudien mit statistischen Methoden zu einer Meta-Analyse zusammenfassen. Die Meta-Analyse ist also eine Ergänzung oder eine Erweiterung des systematischen Reviews und führt durch die höheren Patientenzahlen zu genaueren Aussagen als eine einzelne Studie. In diesem Beispiel geht es um das Vorhandensein von Schmerzen nach Amputationen. Es wurden 20 Studien mit insgesamt 1347 Patienten zusammengefasst. Ihr seht, es gibt ganz verschiedene Review-Typen. Vielleicht eignet sich ja ein anderer Typ als das systematische Review besser für eure Fragestellung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.